Zu einem Arbeitsbesuch hatte sich am Montagnachmittag Landesentwicklungs- und Verkehrsminister Thomas Webel angekündigt. Er wollte sich im Beisein der Landtagsabgeordneten Brigitte Thake und Ronald Moormann über verschiedene Projekte informieren, die mit finanzieller Unterstützung des Landes umgesetzt wurden. So begann der Rundgang Webels in der Jakobskirche, die unter anderem mit Landesmitteln saniert wurde. Weiter ging es zu Fuß Richtung dem ehemaligen Arthur-Becker-Haus, vorbei an der erst vor wenigen Wochen eingeweihten Naumannschule. Auch hier zeigte sich Webel beeindruckt von den umfangreichen Sanierungsarbeiten an dem Schulgebäude. Weiter ging es dann zur Ruine des ehemaligen Arthur-Becker-Hauses. Hier informierte sich Landesentwicklungsminister Webel über die in naher Zukunft beginnenden Abrissarbeiten des geschichtsträchtigen, aber völlig zerfallenden Bauwerkes. An gleicher Stelle sollen nach dem Abriss altersgerechte Wohnungen in stadtnaher Lage entstehen. Hier und an anderen Stellen wird die Landesregierung bei der finanziellen Umsetzung beteiligt sein. Wir haben ja weiter unser Programm Städtebauförderung, Wohnungsbauförderung. Und im Rahmen dieser Programme sind ja auch Hilfen gerade für Stadtmodernisierung, für Erneuerung von Gebäuden möglich. Und da denke ich mal, das wird auch für Köthen möglich sein. Nach dem Besuch des Arthur-Becker-Hauses ging es weiter zur Europäischen Bibliothek für Homöopathie. Hier wurde dem Entwicklungs- und Verkehrsminister die Umsetzung des IBA 2010-Projektes näher erläutert. Webel zeigte sich begeistert von dem wohl einzigartigen Bauprojekt, welches vor allem mit Landes- und EU-Mitteln finanziert wurde. Derzeit wird mit Landesmitteln die Ortsumfahrung Köthen, die B6N, realisiert. Die B6N ist für Köthen insgesamt sehr, sehr wichtig. Deshalb bauen wir diese Straße ja auch. Wir wollen sie also, sagen wir mal, 2014, Mitte 2015 hier um Köthen fertig haben. Und wir wollen spätestens ein Jahr weiter dann auch bis zur A9 die B6N durchgängig fertig haben. Dann kann man von der A395 bis zur A9 durchgängig fahren und ich denke mal, dann sind die Menschen auch hier an das transeuropäische Straßennetz angebunden und sie werden davon profitieren. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass sich auch gewisse Firmen daraufhin ansiedeln werden? Ja, das ist immer so. Ich kenne ja diese Standorte, wo sich die A14, wo die gebaut worden ist, wo die A2 schon gewesen ist. An diesen Achsen siedelt sich Industrie an und das ist hier auch der Fall, hundertprozentig, da bin ich sicher. Nach dem Besuch der Homöopathischen Bibliothek machte die Besuchergruppe dann noch einen Abstecher zur Hohen Brücke, die abgerissen und einem Neubau Platz machen soll.